Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, heute endlich mal wieder ein Video. Ich hatte heute mal wieder Bock drauf. Ich habe mir ja jetzt mal eine knappe Woche Zeit genommen. Aber gut, ich musste letzte Woche sowieso fast jeden Tag arbeiten. Ich hatte einen Tag frei. Und wie ich schon auf Instagram erklärt habe, falls ihr mir da nicht folgt, folgt mir da gerne. Ich würde mich freuen. Brauchte ich einfach mal ein bisschen Zeit, um runterzukommen, weil mich einfach diese ganze Scheiße hier in Deutschland aufregt von der Regierung, dass sie einfach unfähig sind, Dinge konsequent zu beschließen und nicht zu beschließen, zurückzunehmen, zu beschließen, zurückzunehmen. Das macht einfach emotional ein bisschen mürbe. Und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Wir sind alle ein wenig müde von der ganzen Scheiße. Und ja, deshalb möchte ich euch heute wieder ein wenig ablenken von diesem traumhaften Alltag. Obwohl, heute haben wir wunderschönes Wetter. Es ist blauer Himmel. Es werden heute 20 Grad, obwohl das ja eigentlich gar nicht meine Zeit ist. Ne? Ihr wisst es ja, ich liebe eher den Herbst und den Winter, aber ich freue mich. Frühling mag ich eigentlich auch gerne. Die ganzen Blumen. Ach, die Blumen blühen auch wunderschön. Und ja, deshalb möchte ich euch heute ein wenig ablenken. Und zwar mit Duschgelen. Der Plural von Duschgele, das ist immer noch so ein böhmische Dörfer für mich. Ne? Duschgels ist, glaube ich, der allgemeinsprachliche Plural und Duschgele der korrekte. I don't know. Wir sagen einfach das, was wir wollen. Und wir reden heute darüber. Auch passende Parfums habe ich herausgesucht. Also heute geht es wirklich, ich weiß noch gar nicht, wie ich das Video nennen soll. Also das ist irgendwie noch so ein bisschen, muss ich herausklabüsern. Es geht im Essentiellen darum, unter der Dusche, was wir da verwenden können, um von Kopf bis Fuß wundervoll und geil zu riechen und einfach uns wohl zu fühlen, also quasi wie so ein Spa-Tag und ja, einfach wunderschöne, herrliche Düfte, die ich auch mit meinen leckeren Parfums verbinde und auch Shampoo ist dabei, da habe ich auch was und Bodysprays und ja, genau, alles, was das Herz begehrt und ich würde sagen, wir fangen an, sonst wird das Intro wieder länger als das gesamte Video. So, aber womit fange ich an? Das ist so der, ach, fangen wir hiermit an. Das ist so meine kürzliche Entdeckung, oh Gott, dieses Duschgel und dazu gibt es auch wieder eine traurige Geschichte. Und zwar haben wir hier das Kneipp Aroma, das Kneipp, die Kneipp Aroma Pflegedusche, genieße dein Zuhause, weil wir da ja gerade die meiste Zeit sind, ne? Und hoffentlich. Und das ist Kakao Pekanuss. Hello girl, that's my name all over it. Also Kakao Pekanuss, oh mein Gott, ich konnte mir das gar nichts drunter vorstellen, dann habe ich es gerochen. Oh. Oh mein Gott. Also so eine geile Schokonote in einem Duschgel habe ich nur in einem anderen, was ich euch gleich zeige und was ihr euch sicher schon denken könnt, was es ist. Aber dieses Duschgel, es hat für mich ja überraschenderweise auch so eine leichte Orangennote, also so ein bisschen an Jaffa Cake erinnert mich das. Aber oh, dieser geile Kakaogeruch und oh, dieses Nussige riecht gar nicht mal so raus. Ist schon ein bisschen, aber jetzt nicht so krass. Aber oh, diese Kakaonote. Unfassbar lecker, unfassbar lecker. Aber das, was jetzt das Traurige an der Geschichte ist, ich habe es jetzt entdeckt quasi. Also ich bin wieder durch Instagram drauf gestoßen. Da entdecke ich die meisten Sachen. Und sehe dann im DM, da habe ich es übrigens gekauft, dass es reduziert ist. Und wenn Sachen reduziert sind bei DM, bedeutet es meistens, dass die aus dem Sortiment gehen. Es ist so traurig, es ist so traurig. Warum werden immer so geile Sachen rausgenommen? Deshalb habe ich mir direkt mal 3 Backups gekauft, weil es so geil ist. Also falls ihr das noch seht beim DM, es war jetzt für 1,99 runtergesetzt, kauft es euch. Also ich kann es euch wirklich empfehlen, falls ihr auf diese schokoladigen Gerüche steht. Oh, Mamushka, es ist einfach der absolute Himmel, der absolute Himmel. Wunder, wunder, wunderschön. Weiter geht es, oh, auch eine unfassbare Entdeckung, auch nur durch Zufall, weil ich davon eine Probe hatte. Und zwar muss ich mit den Sachen wirklich anfangen, weil es ist wirklich traurig. Es ist traurig, auch diese Linie hier von Garnier geht, glaube ich, aus dem Sortiment oder wird irgendwie umgestellt oder umgepackt. Das habe ich jetzt im Müller gekauft, ja? Merkt euch dort, im Müller. Vielleicht gibt es das auch in anderen Häusern, also bei DM und Rossmann auf jeden Fall nicht mehr. Bei Müller gab es das noch. Und zwar reden wir von Garnier Wahre Schätze Ahornbalsam. Und let me tell you. Hm? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, woher ich die hatte, die Probe. Ich hatte eine Probe von dieser Kur. Stehe unter der Dusche. Nehme meine Probe, reiße sie auf, trage sie aufs Haar auf und auf einmal, oh mein Gott,
Was ist das für ein Geruch? Du kennst ihn, du liebst ihn, du vergötterst ihn, du himmelst ihn an. Und es hat mich unfassbar an diesen Duft erinnert. Manifesto Le Parfum. Und ihr wisst, wie ich auf diesen Duft abgehe. Das ist so wirklich mein, wow, mein Holy Grail. Manifesto Le Parfum. Eines der göttlichsten Düfte ever. Und dieser Duft hat mich daran erinnert. Und ich dachte sofort, du musst sofort alles leer kaufen. Du musst alles davon aufkaufen, was es gibt. Und dann erfahre ich, dass es höchstwahrscheinlich umgepackt wird oder aus dem Sortiment geht. Deshalb, falls ihr einen Müller bei euch in der Nähe habt oder irgendwelche anderen, ich habe keine Ahnung, Butni oder was weiß ich, was es sonst noch außer DM und Rossmann gibt, schaut danach und gönnt euch. Es ist einfach der absolute Traum. Also falls ihr auch auf Manifesto Le Parfum steht, dieses Erlebnis unter der Dusche, es ist der absolute Wahnsinn. Und dann riechen eure Haare auch noch so wunderschön danach und dann müsst ihr nicht so viel von dem zauberhaften Duft verschwenden. Also, ich liebe das. Also generell, Duschen ist für mich so mein, also, okay, jetzt wird es ein bisschen creepy. Ich liebe Duschen. Also ich mag Baden. Was überhaupt nicht, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich krieg Kreislauf in der Badewanne. Ich könnte auch nie in die Sauna gehen, weil ich Kreislauf kriege. Das ist einfach, und vor allem, wenn ich in die Badewanne gehe, muss das Wasser brühend heiß sein. Ja, also ich muss komplett rot sein, wenn ich aus der Wanne steige. Und das geht halt auf den Kreislauf. Also so pisswarmes Wasser, so plörriges Wasser, das, ich kann mich noch daran erinnern, als ich bei meiner Oma war, auf die kommen wir jetzt gleich nämlich auch zu sprechen, hat die mir immer so viel Wasser eingelassen. Aber gut, Omas waren halt so, ne? Die waren immer sparsam, man musste auch immer den Teller aufessen. Die kamen halt aus dem Krieg, ne? Und die wussten noch, was sparen bedeutet und was wenig haben bedeutet, ne? Und davon sollte man auch Respekt haben, und das hatte ich auch. Und wo wir gerade von meiner Oma sprechen, Gott hab sie selig, ich musste vor einiger Zeit wieder hier dran denken. Eine der schönsten Bodylotions ever. Und meine Oma, das ist wirklich so der Geruch, der erinnert mich so stark an meine Kindheit. Und immer, wenn ich dann samstags zu meiner Oma gehen durfte und mit ihr den Tag verbringen durfte, und sie hat nach diesem Duschgel, davon gibt es auch ein Duschgel, aber nach dieser Bodylotion gerochen. Es ist die Bettina Barty Germany Vanilla Bodylotion. Gibt es wirklich schon so lang wie Methusalem, also das ist so alt, aber wirklich ein Klassiker. Und dieser Geruch, der erinnert mich sofort an meine Kindheit, der erinnert mich sofort an meine Oma. Einfach dieser warme, wundervolle Zuhause-Geruch. Und wenn ich dann morgens zu meiner Oma kam, sie war gerade frisch geduscht und hat sich hergerichtet. Sie hat immer ihre Haare ganz toll toupiert und dann mit Haarspray. Und die hatte immer super, so eine Helmfrisur. Kennt ihr noch die Mutter von der Nanny? Die Sylvia Fine? So sah meine Oma immer aus. Sie hatte immer diese hochtoupierten, blonden Haare. Dann hat sie sich geschminkt und dann hat sie halt diese Bodylotion getragen. Und an diesen Duft, da musste ich mich einfach immer wieder dran erinnern. Und ich dachte, jetzt ist es soweit. Eine Zeit lang wollte ich diese Bodylotion nicht kaufen oder tragen, weil es einfach wehgetan hat, weil meine Oma halt nicht mehr da ist. Aber jetzt möchte ich die tragen, weil mich das einfach an sie erinnert und mich an eine schöne Zeit erinnert. Und davon abgesehen ist es ein grandioser Duft. Also das ist so, diese unfassbar leckere, süße Vanille, die so anschmiegsam und köstlich und weich und wohlig ist, wie eine Umarmung, einfach wie eine Umarmung von eurer Oma. Also ich glaube, jeder von uns denkt gerne an seine Oma zurück und zu ihr zu kommen, in den Arm genommen zu werden, mit ihr Karten zu spielen und ja, einfach diese schöne Erinnerung, diese sonnig warmen Erinnerungen, und das ist für mich diese Bodylotion. Und mich erinnert sie vom Geruch her, damit wir darauf auch mal zu sprechen kommen, so ein bisschen an Le Bain von Job. Einfach ein wunderschöner, köstlicher Vanilleduft. Also unfassbar lecker. Und ja, das nach der Dusche aufzutragen und sich dann wirklich geborgen zu fühlen, das ist einfach wirklich ein wunderschönes Erlebnis. Und ich hoffe, dass diese Bodylotion niemals discontinued wird. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil, wie gesagt, die gibt es so lange, ich denken kann. Und ich werde dieses Jahr 33, und das sollte was heißen. So, weiter geht es. Wir haben vorhin schon von
Duschgel gesprochen, was Kakao beinhaltet. Und ich glaube, wir alle kennen dieses Duschgel. Also wer dieses Duschgel nicht kennt, der hat gepennt. Und zwar ist es Fa Cream and Oil, die Kokosnuss- und Kakaobutter-Version. Und Leute, es ist einfach göttlich. Und ich bete auch wirklich zum lieben Gott, dass auch dieser Duft nie rausgenommen wird. Im Gegenteil, ich hoffe, dass irgendwann mal ein Deo davon rauskommt oder ein Body Spray und eine Body Lotion und eine komplette Linie. Warum hat Fa das eigentlich noch nicht gemacht? Oder wovon sind die? Ja, Schwarzkopf und Henkel. Schwarzkopf und Henkel, falls ihr zuschaut, why? Warum gibt es davon nur dieses Duschgel? Ich verstehe es nicht. Das ist so ein geiler Duft, dieser warme Kakao, dieses süßliche, diese Kakao, Kokosnuss, diese Sensation ist einfach nur geil und davon sollte man einfach, das muss man ausschlachten, Leute. Warum habt ihr da noch nicht dran gedacht? Also wirklich Body Spray, Body Lotion, alles. Von mir ist auch ein Klospray, ist mir egal. Ich möchte, dass alles nach diesem Duschgel riecht. Es ist einfach göttlich. Unfassbar. Und dann habe ich noch einen super Tipp. Und zwar muss ich da an meine liebe Mel denken. Liebe Mel, falls du zuschaust, ich grüße dich und ich küsse deine Augen. Das hat sie mir nämlich empfohlen. Das habe ich im Afro-Shop gekauft. Und zwar ist es das hier. Das ist eine Kakaobutter mit Vitamin E. Natürlich auf Basis von Paraffinum Liquidum. Ist natürlich, gebe zu, es ist scheiße. Ja, aber ich reibe da nicht meinen kompletten Body mit ein. Nein, ich benutze das gerne. Oh mein Gott, es riecht so geil. Ich benutze das gerne als Parfumunterlage. Falls ihr nämlich einen grandiosen Tonka-Bohnenduft habt oder einen Schokoladenduft, wie zum Beispiel ihmchen hier, Schokomask, dann ist diese Unterlage wirklich Gold wert. Ihr habt nämlich diesen warmen Tonka-Bohnen-Kakao-Geruch als Unterlage und quasi eine Base, wo sich das Parfum dran klammern kann. Gerade wenn ihr Düfte habt, wo ihr das Gefühl habt, dass die schnell verfliegen, ist das wirklich eine tolle Sache. Dann könnt ihr das so ein bisschen hinter das Öhrchen, aufs Handgelenk tupfen oder in den Bauchnabel, in die Armbeuge, hinter die Knie ist auch mal eine sehr gute Stelle und dann das Parfum darauf applizieren und dann, der Hammer. Also wie gesagt, das habe ich aus dem Afro-Shop. Müsst ihr mal gucken, vielleicht gibt es das auch online, gehe ich mal schwer von aus. Aber wow, das ist wirklich die perfekte Parfumunterlage. Natürlich, ja, ich weiß, die Basis davon ist jetzt nicht gerade umweltschonend, aber man trägt es ja nur dünn auf im besten Falle und halt wirklich nur als Base. Also das mal ein kleiner Tipp am Rande. So, dann, was haben wir noch für schöne Sachen, um toll zu riechen? Ein weiteres Duschgel, was ich liebe und froh war, entdeckt zu haben. Das gibt es auch noch. Müsst ihr aber darauf achten, das ist auf so einem Sonderaufsteller. Und zwar von Isana, die Cremedusche in Pumpkin Spice Latte. Und ich meine, der Name sagt ja schon alles. Ne? Das ist Zimt, cremig, Pumpkin Spice Latte. Also ich glaube, wir haben alle schon mal den Pumpkin Spice Latte probiert. Ich werde ihn mir nie wieder kaufen, weil ich den einfach viel zu teuer finde beim, wir wollen jetzt nicht den Namen der Kette sagen, aber ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Und danach riecht es halt, ne? Also wirklich nach diesem Herbstgetränk, was einen wirklich wohlig warm fühlen lässt. Natürlich halten die Duschgele von Isana jetzt nicht so lange, obwohl eigentlich ist es zufriedenstellend. Und es ist einfach unter der Dusche ein wunderschönes Erlebnis, sich damit abzuduschen und einfach dieses warme Gefühl hervorzurufen. Also wirklich wunderschönes Duschgel für 50 Cent, ja, 50 Cent, was willst du da sagen, ne, das ist, ja, hast du nichts zu verlieren, so, weiter geht es, auch eine Lieblingsbodylotion von mir, seit Jahren mittlerweile, also, ich glaube, ich habe die ja auch schon 5000 Mal in die Kamera gehalten, weil ich die so sehr liebe, und zwar ist es die Darf, Bodylotion mit Kokos- und Mandelduft. Und was soll ich euch da groß erzählen? Die duftet wie Raffaello. Oh. Original.
Original wie Raffaello. Ich muss mir mal wieder Raffaellos kaufen. Ich liebe die Dinger so sehr. Es gibt, glaube ich, mittlerweile sogar ein Raffaello-Eis. Oh mein Gott. Und ja, da habt ihr einfach wirklich den authentischen Raffaello-Geruch. Und was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ne? Das ist einfach der. Also, es ist einfach nur geil. Es ist einfach nur geil. Mandel, Kokos, warm, cremig, weich, köstlich. Raffaello halt. Oh, da fühlt man sich direkt im Urlaub und möchte sich so einen weißen Strohhut anziehen. Und wo wir gerade schon bei Kokos sind, können wir direkt auch weitermachen. Da habe ich noch ein tolles Duschgel, was man auch super damit kombinieren kann. Und zwar ist es das, soll ich das jetzt wirklich aussprechen? Ich werde das wahrscheinlich butchern. Siaya Coconut Duschgel. Siaya, keine Ahnung, ob es so ausgesprochen wird. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist es dieses Duschgel hier. Und es ist der Hammer. Man bekommt es bei Notino. Und es ist einfach. Es gab mal, ich weiß gar nicht mehr von welcher Marke war es, Dr. Oetker, zu Weihnachten so ein Joghurt mit Kokosmakronengeschmack. Das habe ich mir gekauft. Wirklich. Und so riecht das. So riecht das. So wie dieser Joghurt geschmeckt hat mit Kokosmakronengeschmack. Riecht das Duschgel. Es ist göttlich. Es hat auch so eine weiß-milchliche Farbe und ja, Textur auch. Und es ist einfach göttlich. Also wirklich wie milchige, cremige Kokosnuss. Ja, Punkt. Also mehr braucht man dazu nicht sagen. Wirklich authentischer, leckerer Kokosnussgeruch. Milchig, köstlich, fein. Der Hammer. Ja. Und um weiter bei Kokosnuss zu bleiben, haben wir auch ein wunderschönes Body Spray, was ich euch uneingeschränkt empfehle. Und zwar das Victoria's Secret Coconut Passion Body Spray. Es ist der Hammer. Oh, es ist wirklich authentische Kokosnuss. Da muss ich ja heute. Oh, komm. Heute sind wir. Schönes Wetter, Frühling. Wir müssen es zelebrieren. Oh, das ist wirklich cremige, süße Kokosnuss. Überhaupt nicht übermäßig synthetisch. Das ist einfach wirklich dieser angenehme, weiche, cremige Kokosnussgeruch mit einer wunderschönen, sexy Süße, die aber nicht billig ist, if you know what I mean. Und ja, das ist dieses Body Spray und ich kann es euch wirklich sowas von empfehlen. Und wenn ihr das Ganze verstärken möchtet und da noch was nicht allzu Süßes drüber layern möchtet, Sarah Jessica Parker, New York City Crush. Also das. Göttlich, göttlich. Also dieses Kokosnussparfum ist nicht allzu süß. Am Anfang hat man sowas leicht Florales da drin. Auch so ein bisschen was, ja nicht bitter, aber so ein bisschen. Herb auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Der wird aber ganz, ganz schnell cremig, lecker, köstlich, authentisch, kokosnussig. Und das ist wirklich auch ein toller Tipp von euch. Das habe ich nämlich nur gekauft, weil ihr mir das empfohlen habt. Und ja, New York City Crush von Sarah Jessica Parker ist perfekt, um es mit den Kokosnuss, ja, Göttlichkeiten, war das jetzt ein Wort? Nein, einfach mit diesen wundervollen Produkten zu layern und ja, die sind dafür prädestiniert. Und hier, Thumbnail. So, wunderschöne Produkte. Und weiter geht es, wenn wir noch ein größeres Urlaubsgefühl heraufbeschwören wollen. No-Brainer. No-Brainer, das sind einfach die Sol de Janeiro Produkte und zwar die, ja, altbekannte Bam Bam Cream. There it is. Und das passende Body Spray, Brazilian Crush. Und ihr habt hier einfach Heliotrop, Vanille, gesalzenes Karamell. Göttlich. Das sind so Produkte, da muss ich Bock drauf haben, weil der Geruch halt wirklich sehr präsent ist, sehr prägnant. Also den erkennt man unter Tausenden wieder. Krass, die Body Cream, die habe ich jetzt schon so lange. Also ich darf euch gar nicht sagen, wie lange. Also mindestens schon 3 Jahre. Man braucht davon so wenig und ihr riecht wirklich den ganzen Tag danach. Eure Bettwäsche riecht danach. Das ist der absolute Wahnsinn.
Sie ist warm, sie ist wirklich karamellig. Ja, dieses gesalzene Karamell, diese Vanille, dieses Heliotrop, was so schön mandelig riecht. Der absolute Wahnsinn. Ich glaube, bald kommt auch eine neue Version von der Creme von denen raus. Es kam ja auch dieses Coco Cabana, was ich nicht so geil fand. Aber bald kommt, glaube ich, was mit Pflaume. Und ihr wisst, Pflaume, da bin ich vorne mit dabei. Und natürlich passend das Body Spray hält auch unglaublich lange. Das ist echt wie so ein Eau de Toilette. Es ist einfach nur krass. Aber wie gesagt, auf den Duft muss ich wirklich Bock haben. Das ist wie bei Angel. Also da muss ich wirklich so einen Dufthunger haben, um den aufzutragen, weil es ist wirklich a lot. Also das ist jetzt nicht so, ich bin jetzt ein zarter Duft, der dich jetzt einhüllt. Nein, ich bin da, ich bin nicht will, rieche nicht will. Also das nicht auch alle anderen riechen im Umkreis von 10 Kilometer. Ja, das ist die Bam Bam Cream und das Body Spray dazu. Aber wirklich schönes Urlaubsgefühl, warm, kuschelig. Köstlich, oh, der Hammer. Und wenn wir wirklich eine Vanilla Sensation haben wollen, wenn wir aus der Dusche kommen und uns wirklich benetzen wollen mit einem, ja, mit einem Mantel, nein, mit einem Seidencape, mit einem Seidenmorgenmantel, mit einem Kimono aus Vanille, dann, oh, das ist einfach mein absoluter Liebling. Und jetzt konnte ich endlich ein Backup bestellen von Warm Vanilla Sugar von nein, Bath and Body Works. Bath and Body Works. Aber was würde ich darum geben, mal in einen Bath and Body Works Shop in den USA zu gehen? Oder wenn die endlich mal hier nach Deutschland kommen und man die Produkte hier alle angucken kann, vor allem die Düfte. Oh, naja. Warm Vanilla Sugar ist der bekannteste Duft, glaube ich, aus Bath and Body Works, weil der einfach. Nur geil. Es ist die köstlichste, weichste, wunderschönste, süßeste, leckerste, angenehmste, cozieste Vanille ever. Und ich liebe das, den zu tragen. Kann man auch gut layern mit anderen Düften, zum Beispiel mit Kokosnuss. Oh, der Hammer. Es ist einfach, mit dem kannst du nichts falsch machen und du fühlst dich einfach wohl, wenn du aus der Dusche kommst und eins dieser wundervollen Duschgele benutzt hast, die ich euch gezeigt habe. Und dann zieht ihr ja ein frisches und schönes gebügeltes Negligé an oder ein Pyjama oder was auch immer. Ihr geht in euer frisch bezogenes Bett und dann das hier. Der Tag ist perfekt. Der Tag ist einfach perfekt. Also wunderschön und ja, viel habe ich davon auch nicht mehr übrig. Ich habe mich auch zurückgehalten, weil ich, wie gesagt, eine ganze Zeit lang kein Backup bestellen konnte. Aber jetzt habe ich eins und jetzt kann ich ausrasten und ich liebe es. Und wenn ihr das Ganze noch ein bisschen toppen wollt und wirklich auf einer Wolke aus Vanille in den Schlaf fliegen, schweben möchtet, dann ist das hier einfach unumgänglich. Laura Mercier Vanille. Und zwar nur der Vanille. Es gibt ja auch den Ombre Vanille, aber nein, ich rede von Laura Mercier Eau Gourmande Vanille. Und das ist wirklich, auch den werden wir layern. Das ist wirklich so der Vanilleduft. Der Wahnsinn. Ich weiß noch ganz genau, vor Jahren, als ich den das erste Mal gerochen habe, konnte ich es nicht fassen, weil der so wunderschön ist. Es ist einfach unvergleichlich. Dazu gibt es auch Bodycreams und auch Badezusätze, aber ganz ehrlich gesagt finde ich die von Laura Mercier, also generell die Marke, finde ich so ein kleines bisschen überteuert. Aber das nur nebenbei am Rande. Die Bodysprays gehen schon noch vom Preis. Also es sind ja keine Bodysprays, es ist ja ein Eau de Toilette und es hält auch für ein Eau de Toilette sehr, sehr lange. Es kommt ja auch immer auf die Haut an und auf die Zusammensetzung. Ne? Eau de Toilette heißt nicht immer automatisch, dass es kurzlebig ist. Absolut nicht. Manchmal sogar ganz im Gegenteil. Manchmal sind die Eau de Parfums auch die, die zuerst die Luft verlieren. Und das hier hält unfassbar lange und ihr habt einfach wirklich eine gemütliche, wunderschöne, authentische, leckere, köstliche Vanille, die euch eine Kaschmirdecke überlegt und den Kamin anzündet, den ihr nicht im Zimmer habt, aber ihr fühlt euch einfach wie im Himmel und geborgen und wunderschön. Und dieser Duft ist einfach der absolute Hammer. Ich hoffe, ihr könnt ihn mal riechen oder habt ihn schon mal gerochen, denn er ist einfach nur gorgeous. Und wenn ihr gut schlafen wollt, und das ist jetzt echt kein Schmuh, ich war wirklich überrascht, dass das wirklich funktioniert. Twilight Body Spray von Lush. Also, ich war wirklich mehr als überrascht und
Ich muss das auch mal heute wieder ausprobieren. Ich glaube, wir haben wieder Vollmond oder irgendwas stimmt im Mond nicht, weil Schlafen ist gerade so ein bisschen. Und das ist wirklich eine Wolke, die euch umhüllt aus Tonkabohne, Lavendel und einfach auch Karamell. Und am Anfang habt ihr wirklich die volle Breitseite Lavendel. Also, falls ihr Lavendel nicht mögt, wäre das wirklich kein guter Schritt, das aufzutragen. Aber es ist wirklich am Anfang heftig, aber dann wird es immer weicher und ihr werdet wirklich ruhiger, ihr werdet wirklich entspannt. Dieser warme Geruch, wie gesagt, von dem Karamell, der Tonkabohne, dem Lavendel, die verschmelzen auf eurer Haut und lassen euch wirklich sinken in den erholsamsten Schlaf. Okay, den erholsamsten Schlaf, kann heute schon nicht mal sprechen, den ihr je hattet. Es ist unfassbar. Also wirklich, wirklich lecker. Twilight von Lush. Mit der Lavendelfaust, die euch in den Schlaf prügelt. Also richtig, richtig toll, muss ich wirklich sagen. Ich bin begeistert und das war es mal wieder. Hat euch gefallen? Gebt mir Daumen nach oben, schreibt mir Kommentar. Ja, you know the drill. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, es geht euch gut. Ich denke an euch, ich bete für uns alle, dass irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels ist und dass wir ja, nicht weiter dieses Wirrwarr erleben müssen. Okay. Aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen abschalten in diesem Video. Passt bitte auf euch auf, bleibt bitte gesund und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.